der ist auch ganz schön alt geworden, ja, du. Das ist halt der Mutten Rosch der Cooper. Ja. Der Preis eines Sterns beträgt aktuell 10 Münzen. Ja, wie gesagt, das ist aktuell und nur für den ersten Stern. Denn jedes Mal, wenn jemand den Gipfel erreicht, steigt der Preis. Eine türkische Angelegenheit, aber irgendwie muss ja auch diese exquisite Hütte auf diesem Berg finanziert werden. So klettert der Preis zum Beispiel auf 20 oder auch 30 Münzen und immer so weiter. Ein Stern kostet jedoch niemals mehr als 40 Münzen, denn dann würde er mit seinem Jahresgehalt in die nächste Steuerklasse aufsteigen und mehr Abgaben leisten. Ja, und aus diesem Grund hat er sich dazu entschieden, bei 40 eine Grenze zu ziehen. Schlauer Kerl. Ja, das ist wirklich klug. Wieder eine 1, das gibt's doch nicht. Diesmal bin ich zwar mit einer 4 nicht Erster, aber Zweiter geht natürlich völlig klar. Unfassbar. Wieso würfel ich wieder eine 1? Tja, Belastung. Oh, die Musik ist so nice, ich liebe sie. Schön asiatisch. Ist sicher, und er kommt direkt auf ein Ereignisfeld und kann massiv abkürzen. Ah ne, warte, das ist auch wieder vom Glück abhängig. Eine Rakete bringt einen relativ weit oben, die andere nicht. Naja, aber er fängt ja von ganz unten an, also kann er eigentlich nur gewinnen, oder nicht? Im Prinzip schon. Und er hat natürlich auch die beste bekommen. Ist klar. Leider nicht, tu es ihm gleich. Komm, eine 4. Ach, das gibt's doch nicht. Und? Ja, neuestem komm. Bin ich ein Hund. Ich brauche halt jetzt noch Glück, ne? Aber wetten, ich habe kein Glück. Nimm die andere mal. Help! Doch. Glück. Ja, nice. Ach, das gibt's doch nicht. Hallo. Ach komm, das ist Betrug einfach nur. RIP. Ja, aber sowas von du. Das darf ich gegen euch? Ja. Nein, lass mich in Ruhe. Einmal noch. Was? Hallo, Iggy, mach doch! Ja, ich hab euch alle abgeballert. Alle hab ich euch abgezockt, du. Unterschätzt. Kannst du Panzer steuern? Ja. Na, Battlefield da lernst du einiges, ja. Ich hab sehr gute KI, also von daher nimm dich in Acht. E-Sports, Battlefield. Ist das Leben. Komm, Yoshi, eine 3. Yes. Manu. Leute, ich komme zu euch. Ja, warte mal. Warte ab. Ich nehme mal die hier. Save die falsche. Nee, auch nee, richtig. Ist auch gibt's doch nicht. Hahaha. Yoshi ist wieder am Rennen. Oha, er würfelt wirklich nur eine 3. Und ich glaube, dieses Ereignisfeld ist sehr schlecht. Oh ja, das sieht wirklich sehr schlecht aus. Oh! Bill muss zurück an den Start! Oh, das ist bitter, ne? Der Weg war hart und voller Entbehrung. Doch nun ist es vollbracht, Toad. Dafür gewähre ich das Vorrecht, einen Stern für nur 10 Münzen zu erwerben. Wie wär's damit? Na klar, Mann. Nö, geh doch mal auf Nö. Eine weise Wahl, hier ist der Stern. Perfekter Start, würde ich sagen. Nicht so ganz, aber ich bin absolut reingehauen. Dicht auf der Spur. Oh, dieser Weg ist fortzusetzen. Stehst du noch strebend, sich selbst zu übertreffen? Ja, und da, runter. Und. Ja, genau. Juhu. Oh, 17 zu 5. Ja, ist gut. Die haben ja gar nichts gerissen. Ja. Das Geschäft läuft heute nicht durch. Erstmal schauen wir in den Shop hier. Einfach nicht. Ja, Pilz wäre eigentlich ganz geil. Gönnen wir uns den Pilz. Und? Oh Gott sei Dank. Ja komm, gut, auf 10 Münzen hättest du es auch runter machen können. Wieso bist du immer so gegen mich? Du bist so gemein immer. Ja, jetzt mache ich nicht auf Mitleid. Ja, ist echt so. GTF, das sind 3 Duellfelder. Was ist das für ein Quatsch? Und er landet auf was schlecht. Ich habe überhaupt keine Lust auf diese Duellfelder. Oh! Das gibt's doch nicht. Ach komm!
werde nur betrogen. Diese Mario-Partys machen einfach keinen Spaß mehr. Ja, du brauchst nicht zu lachen, du wirst wahrscheinlich voll eskaliert an meiner Stelle. Ja, schon. Ja, merkst du selber. Hätte den Schreibtisch gesagt. Ja, ich sage gleich dich. Du gehörst zack. Hier, nimm so eine Schokolade. Nee, hau ab damit. Das machen wir halt nicht. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern, wenn ich diese schlimme Strecke nehme. Ja, als ob er schon wieder da drauf kommt. Wieder Einzelspieler. Sag mal, gibt's Multiplayer-Minigame überhaupt in Mario Party 7 bei Donkey Kong? Ja, das aber dann würde ja nicht Einzelspieler kommen. Ja, denke ich mir auch. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass es zum vierten Mal dran ein Einzelspieler ist. Ob er es diesmal schafft? Ja. Auch diesmal. Also 50 Münzen hat er sich von Donkey Kong geholt. Das muss man sich auch mal so geben. Naja, aber ein Stern wäre ihm, glaube ich, lieber gewesen. Das, ja. Immerhin komme ich jetzt wieder da. Nochmal? Gibt's doch nicht. Oh, und ein Goldpilz. Klar. Komm. Stimmt, ich brauche auch so schnell wie möglich mein Spezial-Item, weil das ist hier overpowered. Komm. Und das ist das Richtige. Ernsthaft jetzt? Verdammt. Ja, ich glaube, es ist immer abwechselnd. Nee, das ist Zufall. Das ist meiner. Das. Ey! Ja, geil. Ich habe eigentlich schon direkt verloren. Eigentlich wäre es doch ganz klug, wenn ich jetzt versuche, ein bisschen Zeit zu schinden, oder? Weil dann muss ich nämlich nur 10 Münzen für den Stern bezahlen. Okay, du willst es nicht drauf ankommen lassen, sehe ich. Mm-mm. Also wenn du jetzt nochmal auf dem Ereignisfeld landest, dann habe ich richtig Mitleid mit dir. Ja, nee, kann schon nicht mehr passieren. Nur deswegen habe ich den Goldpilz genommen, weil ich nicht drauf landen wollte. Ja. Das war der einzige Grund, warum ich das eingesetzt habe. Gute Entscheidung. Zahle ich lieber die 20. Hallo Yoshi, ich habe auch für dich einen Stern, aber du musst 20 Münzen bezahlen. Okay. Hallo, kannst du es bitte mit ein bisschen mehr Elan bei mir vorlesen? Ich gönn dir halt nicht. Ja, ich merk's. Ja, aber so unfreundlich war er doch gar nicht. Ja, er hat halt gerade geschlafen und du hast ihn aufgeregt. Ja. Ich hatte sogar weiblichen Besuch. Ja, siehst du, dann kann man das doch wohl verstehen. Das wollte keiner wissen. Tja, wer reich ist, der hat immer Besuch. Nun, Yoshi, du musst gehen. Ich hab zu tun. Das okay. Hey. Gar nicht unfreundlich. Kein bisschen. Lass die Mini-Pause. Kommt das Feld hin? Was ich mich da immer gefragt habe, dürfte das immer auf ein freies Feld oder kann es auch mal sein, dass ein vorhandenes Kapselfeld überschreibt? Das wäre mega hardcore Asi. Ach nein, jetzt komme ich zu dem Laden. Oh, stimmt. Hallo! Muss es sein? Ich glaube, du willst was kaufen. Ich habe hier was ganz Tolles. Diese goldene Statue. Kostet ein 20. Ja, super. Und du musst sie kaufen, ansonsten werde ich deine Mutter umbringen. Bowser, bist du wahnsinnig? Ja, na klar. Das ist Bowser. Danke. Ach man, jetzt bereue ich, dass ich den blöden Goldpilz genommen habe. Ja, aber ich glaube, dieser böse Laden bleibt sowieso bis zum nächsten Bowser-Event. Nee, der ist schon weg. Ach, oder wenn einer da ist. Ja, jetzt. Okay. Weil beim letzten Mal, ich habe das beobachtet, ist er ziemlich lange geblieben. Ja, er ist jetzt auch gefrustet. Ja. No. Ganz offensichtlich. Doin. Bam, bam, bam. Oh, das war gut von dir. Jetzt machst du den Arm. Ja. Jetzt kann er sich die Sterne nicht holen. Das war gut für dich. Leute. Ja, ich bin mir nicht sicher. Warten wir mal ab. Ich weiß nicht, ob der Sternpreis sich trotzdem ändert. Oder gleich bleibt. Ja, gleich. Aber du hast ihm halt ernsthaft gerade alle Münzen abgenommen. Gib dir.
Komplette Zerstörung. Komplett. Bill Gates ist pleite. Ich hab ihn pleite gemacht. Was willst du, Nervensäge? Du hast kein Geld und ich habe gerade einen Film geschaut. Zieh ab. Leck sich gerade an. Boah, sein Pech ist so richtig bitter. Zuerst wird er zurückgeportet und dann wird er von mich destroyed. Und dann landet er noch auf Rot. Das ist wirklich eine Ehrenvernichtung gewesen. Ja, wir haben's. Nö, wir haben's vorher. Was? Nein, wegen einer Millisekunde. Ach man. Also der war das letzte, oder was? Ja, der hat es schon geworfen, das ist schon geflogen, so. Geil. Nein, ist nicht geil. Vor allem, weil Jeff mir noch im Weg stand. Wir hätten es eigentlich noch eine Sekunde vorher schaffen können. Ach. Dreh mir jetzt keine 2 an, ne? 2, bitte. Oh. Alles klar. Grüß dich, Toad. Ich hatte eh gerade Langeweile. Aber ich muss dir mitteilen, dass ich ein bisschen Geld benötige. Ja, okay, komm. Dafür geb ich dir aber auch einen zweiten Stern. Unverdienten zweiten Stern. Ja. Toad, ich wünsche eine gute Heimreise. Schmor in der Hölle. Kann er dich nicht da bei den Flammen da absetzen? Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Hat mich eh gewundert, dass Wario da Kohle raus... Oh, Lüll, ich komme direkt wieder hoch. Ach nein, das ja, glaube ich ja. Und eine Röhrenkapsel hast du auch noch in den Arsch gesteckt bekommen. Ja, super. Kann er dich nicht in die Hölle schicken? Feuerwerk ist oder das ist einfach explodiert. Oh, nein. Oh, nein. Und zurück. Schön. Naja, gut, aber wenigstens muss er richtig heftig blechen. Ja, eben. Ich habe gerade einen Brief zur Steuervorauszahlung bekommen. Ich muss dir leider sehr viel abknüpfen. Ist mir egal, ich kann es mir leisten. Du bist so ehrenlos. Nein, ich mag diese Katzen. Ich wünsche dir alles Schlechte. Ich wünsche dir schon alles Schlechte. Du kannst mir nicht schon alles Schlechte wünschen, wenn ich es dir schon wünsche. Oh nein, er kommt aus so einem Duell. Oh, ich hasse ja so Duelle, wo es um nix geht, ne? Diese 7 Münzen da, die kann er sich auch sonst wohin stecken. Und natürlich nimmt er wieder mich, weil ich Spieler 1 bin. So lame. Der hat ja auch gar nichts, ne? Ja, ja. Ja, es wurde langsam eng. Ich hoffe, ich krieg wenigstens seine 7 Münzen, damit sich das einigermaßen gelohnt hat. Joa. Ja, 10, aber hat ja nicht mal 10. Das ist okay. Hier gibt's ziemlich viele Kapseln. Cool, ich lande auf Donkey Kong. Oh nein! Donkey Kong, Donkey Kong. Ach, es ist alles viel zu teuer. Nur weil ich Platz 1 bin, wollen sie mich abziehen. Donkey Kong, ich brauche deine Hilfe. Komm, jetzt kommt mehr Spieler. Safe kommt mehr Spieler, weil ich jetzt drauf gelandet bin. Nee, Einzelspiel. Okay. Komm, Diggi. Stern. Als ob. Dann verlasse ich den Raum. Ah. Okay, du willst, dass ich keinen Donkey Kong Country mehr spiele? Alles klar. Donkey Kong, was ist los mit dir? Lol, man sieht ihn schon gar nicht mehr. Man sieht ihn gar nicht mehr, man hört ihn nur weinen. Ja. Kann er überhaupt irgendwas? Ist er ernsthaft? Was für ein Knecht? Was ist mit dem los? Hör mal vor, da ging es echt um Stern. Das wäre ja absolut. Ich hätte den Raum sowas von verlassen. Das wäre absolut lächerlich gewesen. Der dir ihn dann dir gleich geben können. Hätte man dieses Minispiel sich sparen können. Schon. Wäre ich auch dafür, dass er das einfach macht. Ja, dann landet er auf seinem eigenen da. Klar. Glückspilz.
könnten. Vor allem, was heißt denn bitte schön, der Gegner wird auf ein anderes Feld teleportiert? Also man tauscht noch nicht mal den Platz. Nee, du gehst einfach woanders hin. Was ist das für ein Quatsch? Die Röhre macht ja null Sinn und wurde komplett entwertet. Oh, jetzt kommt wieder dieses Geisterzählspiel. Na, kannst du deine heftige Leistung wiederholen? Ja, mal schauen. Ich glaube, ich habe aber auch zu lange überlegt in meinem Versuch. Jetzt soll ich das besser machen. Was? Oh, das darf nicht wahr sein. Ah, scheiße, Mann. Oh, das war aber nicht gut genug. Nein. Nein. Was macht er denn? Das ist so dumm, echt. Das ist unfassbar. Hat er jetzt in den letzten 5 Sekunden irgendwie unten was abgetropft, weil er gerade noch pissen war? Oder was ist da los, bitte? Das ist mein Sieg. Oder? Digga? Nein! Was ist jetzt? Die Zeit abgelaufen? Scheiße, Mann! Wieso ist die Zeit abgelaufen? Ich hatte nicht mal die Chance auf 3, weil bei mir doch, die Zeit klar. Der war ja bei den ersten. Ja, Zeiten, wenn er beim ersten gewesen wäre. Ja, wer kann denn beim ersten bitte reagieren? Die außer CPUs. Die CPUs, die ja gescriptet sind. Tja. Ein bisschen weniger Geld würde ihm nicht schaden. Ja. Denke ich auch, du. Eine 4. Bitte nicht auf die Duellfelder, ich hab da keinen Bock drauf. Hey, das auch nicht. Stinkt. Jetzt landet er gleich wieder auf Donkey Kong. Komm, ich gönn dir eine 10. Ja, ist auch cool. Da geht das Geld dahin. Rippgeld. Oh, aber er kommt auf Duell. Nein. Fuck, diesmal könnte es auch um den Stern gehen. Ja, aus Rache wird er das wahrscheinlich auch machen. Naja, es ist ja eh Glück. Du musst ja gewinnen und dann am Ende... Er nimmt Wario, was? Der hat doch gar nichts. Was? Okay, er hat Angst. Anders kann man das nicht deuten, er hat Angst. Er will nicht um den Stern spielen. Okay. Naja, es soll mir aber recht sein. Wie er ihm nicht mal die 3 Groschen gönnt. Ja. Mario darf hier echt gar nichts haben. Hallo, Waluigi. Na, no, 12 Münzen gehen klar. Finish! Es ist gut. Macht das wieder das Foto oder lässt er sich was Neues einfallen? Ja, wieder Foto anscheinend. Warum sollte ich mir was Neues einfallen lassen, wenn das funktioniert? Ist das Diddy da oben links? Ja, das sieht so aus. Was? 20 Münzen dieses Mal? Okay, ist ein bisschen hart. Was ist denn das für ein Shit? Das ist ja, Wario, jetzt ist der erste Moment, wo Wario über uns lacht. Ja, wirklich so. Also diesen Bowser-Events kann ich nichts abgewinnen. Nee. Die sind wirklich unnötig und vor allem, unnötig. Sie sind so erzwungen. So ist ja, ja nicht so, dass sie heftig. Per Zufall warum hat passieren? Man denn die Bowser-Felder entfernt und durch diesen Quatsch ersetzt? Ja, das verstehe ich nicht. Das ist wirklich eine dumme Entscheidung gewesen. Ja, aber du weißt ja nicht, wo du rauskommst. Ne? Ja, das ist halt eben das. Mario, ich bin gerade am Essen. Du bist immer falsch. Hau ab. Und da ist er wieder am anderen Ende der Welt. Dieses ultimative Opfer. Ja, aber er hat ja nicht mal was zum Abt. Ja. Aber er schlägt ihn trotzdem. Darauf verdient. Die Trachtprügel. Einfach nur zum Trollen hingeschmissen, oder was? Ja, schon. Oh Mann, ich würfel so niedrig. Das ist so zum... Oh, nein. Und du veränderst den Preis. Gong des Schicksals. Du darfst bestimmen, wie viel der Stern kostet.
Oh, ja, als ob du so ein Glück hast. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Es hat sich nichts verändern. Ob du hier bist oder nicht. Und der nächste auf dem Donkey Kong fällt, aber er hat ja nichts. Er darf ruhig. Ja, ja, und jetzt holt er sich einen Stern, dann ist hart lächerlich. Das war wirklich komplett unverdient. Wieder Einzelspieler. Das ist wie so ein Shiny Wohlmehr-Spieler. Gibt's doch gar nicht. Früher waren Einzelspiele immer voll selten. Hast du das nicht auch gesagt mit diesem Mikrofonspiel? Ja, aber jetzt kam es ja nur einmal bisher. Ja. Das war anscheinend. Ja, der gewinnt nicht mal was. Das gibt's doch nicht, Wario! Was los? Was muss man dir denn noch anbieten, dass du endlich mal was geschissen kriegst? Mensch, was los? Boah, 10. Ja, jetzt muss ich halt ein bisschen was zahlen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass ich echt so hoch würfel, ne? Ja, du hast ja auch schon 30, ich weiß ja nicht. Warum kriege ich da nicht mein Spezial-Item? Goldpilz ist halt auch so überteuert. Würde ich nicht machen. Doch. Die Röhre gefällt mir nicht in dem Game. Deswegen kommt sie weg. Boah, jetzt zwingen mich alle. Vielleicht hast du ihm jetzt geholfen. Nee. Nicht, das kann man wohl nicht so sagen. Ihr wartet ab, was im Shop ist. Kannst du da mal was kaufen? Ja. Metallpilz. Mich interessiert, was das Blaue ist. Ist das vielleicht so ein Spezial-Item? Wenn ja, warum holt er sich's nicht? Oh, endlich mal was. Aber nein, oder? Nein, oder? Ach komm, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Das ist einfach Betrug. So ein Pech, das kannst du dir einfach nicht ausmalen. So. Das kannst du dir nicht ausmalen. Oh, ich schlag dich gleich, werd gleich so aggressiv. Diesmal stimme ich dir wenigstens zu, wenn du am Ende behauptest, dass du verarscht wurdest. Es ist einfach Verarsche. Dieses Mal ist da was dran. Setzt euch hinter das Steuer und saust über die Rennacht. Ich hab keinen Bock mehr, ganz alleine spielen. Wer zuerst 5 Runden meistert, hat gewonnen. Also ich wäre schon aus dem Zimmer. Ja, bei der ersten wärst du schon raus, ja? Stimmt. Wie viel Betrug war es bei mir, bitte? Ah, es ist schon belassen, das stimmt schon. Also fahren, ne? Ja. Von irgendwas fern. Von jetzt nicht mehr lesen, was es heute ist. Gar keinen Bock hast, mir den Weg zu zeigen? Lül. Immer nur auf die Loser achten hier. Ich überrunde dich gleich. Halt! Maul! Ich hab dich gleich, warte. Bleib stehen. Bleib stehen, warte doch auf mich. Hör auf, so eine belastende Scheiße zu machen. Das ist übelst unsympathisch. Ich hab keinen Bock mehr, echt. Ist alles so belastend. Frau am Steuer halt. Ist alles so belastend. Könntest 3 Sterne haben. Ja, ich weiß, Mann. Das wirst du mir nicht unter die Nase treiben. Ja, wie immer. Oh, bitte. Ach, da hat er. Wie scheiße ist das denn? Er hat gar nichts. Ja, bitte mit dir und dann. Und da du einen Duell Stern hergeben kannst. Danke, dass er mich wenigstens verschont. Unfassbar. Wenn er sich jetzt einen Stern holt, dann lache ich aber. Vor allem ist er der erste Sieg in irgendwas. Er kann nichts, einfach gar nichts. Wario, schaffst du es wenigstens noch aufs Klo zu gehen? Oder ist auch das zu viel? Ah, verdoppelt er jetzt sein Cash auf 80 oder was? Das werden wir sehen. Nein! Er kann ja wenigstens gewinnen. Mhm. Im Gegensatz zu Wario. Und er schafft's auch. Ist klar. Der ist halt nicht Wario. Es ist echt OP. Wie ist es da unten so? Nicht gut. Oh, du kommst aber auf die Kanone. Wie er das aufsaugt so. Wie ich so ein Karamell-Frappuccino. Komm,
angekommen ist. Wieder zurück an den Start. Hör auf, ich hatte schon genug Pech in diesem Spiel. Na gut, ich sag nichts. Ich überlasse es dem Schicksal. Was Schicksal? Hm. Kann ich nicht diesen Spark jetzt vor dir platzieren? Ich hätte so Bock drauf. Ein Mikro-Mini-Game. Und euch beiden. Junge, du bewegst dich auf ganz dünnem Eis. Ja, es wird eh Waluigi treffen. Ja, außer er wirft eine 1. Hä, es gibt die Bowserfelder ja doch? Ja, aber das ist nicht 2. So. Ja, als ob du nicht die 2 würfelst. Es gibt es doch einfach da nicht. Ich hab keinen Bock zu. Steck dir diesen Stern sonst wo hin. Hallo Toad, ich wollte eh gerade frische Luft schnappen. Ich habe einen Stern im Sonderangebot. Ja, wie immer. Nimm ihn dir. Ersticke da drauf. Das finde ich gut. Jetzt hat er schon 3. Hey, oh Mann. Tschüss Toad. Ah, das Gute ist ja, du hast die Felder da weggemacht. Geil. Satz ihm aufs Rot. Satz ihm aufs Rote. Unnötig. Alter! Ah, oh. Aber kann ich nicht deins überwerfen? Nein! Das gibt's nicht. Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Ja, warte erst mal ab, was jetzt passiert mit dem Bowser. Hallo, Arsch. Ich glaube, wir haben ein Rendezvous. Und wenn du verkackst, nehme ich dir alle Münzen ab. Also, was ist passiert? Ich hab dich geownt. Ich nehme dir die ganze Kohle ab! Ach du Scheiße. Also, wir können festhalten, du bist zwar übelster Pechvogel und wirst gleich geroastet, aber er wurde gerade komplett verbrannt bei lebendigem Leibe. Kann sich zu Wario dazu gesehen. Er kann sich sofort einen Strick kaufen. Ach nein, hat er kein Geld für. Ach ja, stimmt. Ach, ist mir jetzt. Oh, ich bin. Junge, komm runter. Oh ja, mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich nicht mal genug Geld. Da kann ich nicht mal lachen, weil das tut sogar mir weh. Ja, als ob dir das weh tut. Du gönnst es mir einfach nur von Herzen. Das ist schon heftig. Aber du bist noch nicht drüber, immerhin. Immerhin. Ich glaube, es reicht sogar noch für den Stern. Ja, schau mal an. Es ist noch nicht so. Wow. Junge, ey, du bewegst dich auf dünn Eis. Ich würde an deiner Stelle ganz verstummen. Ich einfach zurückgehalten, weil man sollte niemanden schlagen, der am Boden liegt. Ich habe dich gewarnt, anstatt. Du hast ihn absichtlich plötzlich. Du wusstest, dass das passiert. Entschuldigung. Dieser Stachelige, der kann doch auch gleich stehen bleiben, so langsam wie der ist. Wario, warum machst du das? Das bringt dir doch nichts. Natürlich nichts kaufen. Man muss schauen, wie er sich mit den Bohnen ernährt, die er noch hat. Oh. Wo ist er jetzt? Scheiße, ob er da drauf landet. Ich glaube, er landet sogar auf deinem Feld jetzt. Was war das? Keine Ahnung, was es war. Jetzt wieder null Gold. Tschüss. Und wieder ist das ganze Geld weg. Das gibt's nicht. Das ist echt unfassbar, weil. Warte, echt. Das kann man sich nicht mehr geben, er ist so tot. Und das Ehre, finde ich aber kennt man ja. Deswegen ist es auch alles richtig, was dir passiert ist. Junge. Ja. Der Mario Party Gott straft. Für sein Verhalten. Ja, ich lasse mich auch mal blicken nach 100 Jahren. Na, Yoshi, ja, ich glaube, wir könnten mal miteinander reden. Ich hatte lange keinen Besuch mehr. Ich hätte mir zwar Toad lieber gewünscht, aber gut. Was? Ja, der kleine Pilz ist so sympathisch. Mhm. Sympathisch. Aber gut. War trotzdem ganz nett mit dir. Oh, jetzt lande ich auf deinem Feld, oder was? Ja, ist nicht so wild.
Donkey Kong? Donkey Kong. Oh, nein. Komm, Bruder, jetzt ein Stern. Nein, jetzt mehr jetzt Spieler. Jetzt musst du mir richtig gönnen. Wir wollen jetzt mehr Spieler mal sehen. Nein, wollen wir nicht. Doch, wollen wir. Und den noch nicht gesehen. Yeah, nein, du ekelhafter Huren. Was? Das ist so lächerlich. 35 Mal davor immer Einzelspieler und jetzt... Na ja, klar. War ja klar. Wow. Und dann nur um Almosen. Hey, für Wario ist es wahnsinnig viel. Das war ja nichts. Das war auch nichts. Leute, bei mir ist immer etwas. Ich hab 10. Ja, es sind eh Almosen. Donkey Kong, du hättest so lieb sein können. Danke für nichts, du unglaublicher Keck. Oh, danke, danke, Waluigi. Das ist sehr sozial von dir, dass du mir diese schwere Bürde abnimmst. Immer die Statue. Soweit ich weiß, gibt es auch noch einen anderen Gegenstand. Echt? Der ist, glaube ich, 30 Münzen teuer. Also meine ich zumindest nicht zu erinnern. Ich find's auf jeden Fall sehr sozial. Ja. Das rettet dich natürlich, klar. Aber wenn du jetzt wirklich nach oben kommst, dann könnte es echt nochmal spannend werden und das mega unnötig und unverdient. Hallo, ich hätte 2 Sterne mehr haben können, mindestens. Ja, hier ist aber das Geld nicht. Nee, eigentlich will ich das nicht. Tatsächlich. Ja. Komm bitte, lass mich einen Stern. Jetzt heiße ich wieder einen Stern und mein Arsch platzt. Ja, ich will deinen platzenden Arsch sehen. Nee, mehr Spieler. Okay, sozial. Eigentlich nicht, aber naja. Aber es hätte zu gut gepasst einfach. Als ob. Ja klar. Ich habe kein Glück in Mario Party. Oh, jetzt gibt's Fat Cash. Okay, das war in Ordnung. Oh, ganz schlecht. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Glück auf jeden. Ich habe ganz schlecht, okay. Nur 6. Ach man. Ob er überhaupt weiß, was er damit anzufangen hat? Oder überfordert ihn das jetzt komplett? Ich glaube, es überfordert ihn schon. Wieder Mikro. Mikro-Mini-Gang. Oh, ja, das schaffst du. Das schaffst 1, du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach nein. Nein, Mann! Schade. Dann nimmt sie's nicht an. Leider nicht. Leider, leider nicht. Du hast aber auch viel zu früh begonnen zu zählen. Ja. Selber schuld. Die letzten Runden berechnen. Wario ist ein Schatten seiner selbst. So schlechtes habe ich noch nie gesehen. Luigi war eigentlich ganz gut im Rennen, aber keine Ahnung. Was ist da passiert? Ach ja, richtig, ich habe ihn verdichtet. Yoshi ist auf 2. Bisschen Pech gehabt, würde ich sagen. Und ich weiß nicht warum, aber bei ihm läuft krass. Das müssen wir ändern. Komm her, du Loser. Oh Gott. Du hast jetzt mal eine Chance, deinen fetten Arsch zu irgendwas zu verwenden. Beweg dich zum Block und mach was Tolles. Oh, das finde ich richtig geil. Alle roten Felder sind jetzt Bowser-Felder. Ich werde euch verbrennen. Ziel leider 0. Wer weiß, vielleicht passiert uns dasselbe wie Waluigi. Wir verlieren alle Münzen in einem Minigame. Und ich glaube, ich kann mir schon denken, was Wario passieren wird. Da hatte er kurz Geld gehabt. Das sieht man sich ja ganz schnell wieder, du Komplettversager. Moment mal, wir spielen mit? Nein! Na klar, diesmal nehme ich euch alle ins Boot, ihr Scheißassis. Wer von euch versagt, verliert die Hälfte aller Münzen. Oh nee. Ach nein. Das finde ich aber auch nicht richtig, ja, dass man eben, mitbestraft. Was können wir dafür, so wenn er so kacke dumm ist? Ja, Mann.
Reicht das Ziel. Erreicht das Ziel und meistert dabei Mini-Bowsers höllische Schikanen. Mhm. Die Schikanen sind ebenso clever wie höllisch, blöd wachsam. Tolle Beschreibung. Was? Nein! Nein! Wir sind beide synchron gestorben, oder? Und vor allem so am Anfang, was für Flachzwangen sind wir? Ist das für jeden, der stirbt, oder für nur jemanden, der sofort stirbt? Alle, die sterben. Echt? Scheiße. Oh Mann, nein! Ich hatte, glaube ich, 90 Münzen. Aber ich bin absolut selber schuld. Ich wollte dich trollen und dann... Ja, für mich ist es aber dramatischer, ne? Warum? Ja, weil... Ja, willst du mir jetzt erzählen, dass Wario das schafft, oder was? Ich hasse ihn einfach. Das kann ja wohl nicht sein. Ich schaffe es irgendwie beide. Nee. Das ist so fast. Also jetzt können wir uns aber begraben gehen. Ja, aber sowas. Was können wir denn dafür, Mann? Selber schuld, wenn ihr so dämlich seid. Oh nein, da sind so viele Bowserfelder, ich lande bestimmt drauf. Ja. Oh. Tja, vielleicht musst du jetzt auch alles abgeben. Das wäre halt... Ihr kriegt ja gar nicht genug von mir. Einzelspiel. Wir beide kuscheln ein bisschen. Und wenn du mich geil findest, dann... Musst du mir Stern geben?! Cool ist das denn bitte? Was? Bitte verkack es. Ist dieser geistesgestörte Bastard komplett irre? Bitte verkack es einfach. Aber Schluckspecht war, glaube ich, recht easy, ja. Ach nein. Das ist noch machbar. Nur einer von Bowsers Lakaien, also von meinen, hat einen kostbaren Schlüssel. Zerstampf den oder du bist tot. Oh, ach man, schade, ich hätte es dir so gegönnt. Alter, komm klar. Ja, natürlich. Ja, das wäre so schön gewesen. So verdient. Bist du genauso krank wie er? Nö. Ach, scheiße. Kannst du nicht trotzdem eine abnehmen? So, beim nächsten Mal. Oh, komm, das kann doch nicht sein, ey. Das ist wie gesagt, jeder drauf landet. Wenn es so weitergeht, dauert die Party noch 20 ja, Minuten. Ja, ist echt so. Alter, so viel Aufmerksamkeit bin ich gar nicht gewohnt. Ja, mehr mein. Spieler kommt. Klar. Verliert bekommt jeder einen Stern. Ihr Versager werdet alle Münzen verlieren, wenn ihr besiegt werdet. Oh nein! Hüpft über die Felsen, um das Ziel zu erreichen, aber hütet euch vor den Angriffen der Mini-Bowser. Die Felsen versinken nach einer Weile in der Lava, also bleibt in Bewegung oder sterbt. Kann der Fette nicht abhauen? Wieso hüpft er nicht so weit? Nein, bitte, er darf... Oh mein Gott, tschüss! Wir schaffen das alle außer ich, das ist wieder mal so typisch. Oh. Das ist zum Kotzen einfach. Schnell, ich muss zu Muten, Cooper. Ich gehe auf Duell dann auf dich und... Ja, moin. Jetzt drehen anscheinend alle durch hier. Ja, ist echt so. Ja, komm, das kann doch nicht sein. Ich hatte genug Geld noch für einen Stern. Jetzt ist alles futsch. Null Coins. Ja, ja, lach nur, wenn ich auf Duell lande. Ja, ich hab eh nichts. Münzen kostet er, ne? Unmöglich. Der Stern? Ich glaube 30, ja. Ballon, Kanonade. Ein Spieler steuert ein Ballongefährt und versucht Kanonenkugeln auszuweichen. Die anderen drei versuchen ihn abzuschießen. Durch ständiges Auf- und Absteigen erschwert ihr es euren Gegnern, euer Ballongefährt zu treffen. Also A ist hoch, B ist runter, ja. Ne? Ja, da bist du alleine, glaube ich, eher erledigt. Ja. Aber du hast drei Leben. Toll, ich bin so riesig mit den Ballons. Ja. Was?
Gibt's doch nicht. Hä? Jetzt mal getroffen. Ich verschiebe immer so ganz, ganz knapp. Das gibt's nicht, Alter. Einer noch, komm! Nein! Das gibt's nicht! Oh, yes, so yes, schlecht! Das yes, hätten wir gewinnen müssen! Yes. Unglaublich schlecht! Und sehr, sehr fatal für den Minispielstern. Mann. Kann ich nicht jetzt einen Goldpilz nehmen und dann zum Dreierpaar? Ja, es sind noch 3 Runden. Wer weiß, was da noch passiert. Jetzt bloß kein Bowser mehr, das muss wirklich nicht sein. Ja, du bist auf Bowser gelandet. Jeder ist drauf, außer dir. Ja, und ich durfte am meisten dafür bezahlen. Tja, ist halt so. Jetzt würfelst du wahrscheinlich eine 2 und machst wieder alles kaputt. Nicht gut genug? Das könnte reichen und gib mir nochmal extra Cash. Nein. Dieses Bowser-Event triggert mich. Und er landet tatsächlich. Das passiert drauf. Natürlich. Das ist doch aber auch. Und dann bin ich ja auch noch dran mit Würfeln. Ja, jetzt mach aber mal Einzelspieler, weil ich habe keinen Bock hier wieder mitzuleiden. Da war schon Einzelspieler. Ich habe auch oft mitgelitten. Jetzt. Mehr Spieler. So ein Scheiß. Ein Stern. Ist das jetzt euer Ernst? Ein Stern weg? Grillgitter. Ja, was ist das denn? Was? Das ist ja voll abnormal, diese Part. Kletter das Gitter. Es eskaliert komplett. Kletter das Gitter hinauf, während ihr den fiesen Attacken der Mini-Bowser ausweicht. Ja, Tobias! Weil du mich da hingedrängt hast. Oh, Alter. Ich hab noch gar nichts gemacht. Du hast mich hingedrängt, doch. Ich war noch 30 Meter weg. Nein, du warst bei mir und hast mich hingedrängt. Ist doch gar nicht wahr! Was? Ist jetzt zu Ende? Nein. Yeah. Ach, das ist einfach so ein Beschreibung. Die werden einfach alle gerippt. Unfassbar. Das ist halt so, wenn man das erste Mal diese Spiele spielt und dann geht's um alle Münzen, um Stern und so. Das ist einfach saubeschissen. Tja, ihr müsst wohl sterben, nehme ich an. Bam. Mega unfair. Nein. Ja, komm, easy. Wir haben. Hallo, schaut uns mal an. Easy. Wario hat sich. Ach, wir waren zusammen? Ich dachte, ja, ich wäre mit Waluigi. Nein, no. Ich hab das gar nicht gecheckt. Ja, du hast mich auf Platz gestampft, du. Ja, mit Absicht sogar. Ja, du bist so dumm, mein. Trotzdem gewonnen. Ich check nicht, weil das mit dir bin. Ich habe gehört, es hat sich Schlimmes zugetragen. Wir sollten einen Stern aufleben lassen, um wieder Positivität zu zeigen. Aber auf den falschen. Ich amüsiere mich hier. Das glaube ich. Ja, weh, du bist an meiner Stelle. Wenn wir noch einen Stern haben möchte, der muss Fettkohle da lassen. Ja, ich hab schon Mitleid, also. Ja, als ob. Schon krass. Als ob. Erstmal auf diese 2 Fragezeichen. Aber wie gesagt, du hast noch Chancen auf den zweiten Platz. Ja, wow, auf den zweiten Platz. Wer juckt denn der? Das ist krass, was willst du denn? Ja. Ich glaube, du landest drauf. Ja. Meinst du? Ja. Ist jetzt eh alles egal. Kann nicht schlimm. Ja, du brauchst eh sich, auch wenn dir ein Stern abgezogen wird. Das kann dir nichts passieren. Wahrscheinlich kommt es eh Einzelspieler. Wetten? Ja, siehst du? Das ist mal wieder typisch. Alle Münzen. Okay. Alle Münzen. Ich habe eh nicht kaum was. Warum kann ich bei... Ja, bei mir kommt Schluckspecht. Jetzt kannst du mal zeigen, dass das wirklich so einfach ist. Na, da hast du jetzt aber Glück gehabt. Ja, ich hatte trotzdem noch 19 Sekunden. Also. Ja, es ist eigentlich komplett machbar. Es ist mega einfach. Ja. Verglichen mit dem anderen Schmarrn. Naja, wenn jetzt jemand den überteuerten Stern
Ja, keiner hat Geld, glaube ich. Einfach weitermachen. Weiter. Oh, ich will ein Fotofinish, Ich glaube, wir sind aber leicht. Ne, wir sind hinten. Ja, ich glaube, wir haben knapp verloren. Wir haben das doch gut gemacht. Fand ich auch. Ja, also. Bitter. Aber sowas von. Och nein, oder? Alter, was? Er kann doch alles zerstören. Ich habe keine Lust mehr. Ich hab auch keinen Bock mehr. Jetzt hör auf damit. Mach einen Einzelspieler draus, aber bitte zieh mich nicht nochmal hier rein in den Kack. Komm, mach Einzelspiel. Ja. Danke. Komm, gib ihm den Stern ab, dann passt es schon. Wenn er jetzt einen Stern verliert, dann wird er sich sowas von das Leben nehmen. Dann hätte ich mir schon längst das Leben genommen. Alle Münzen kann ich mir egal, oder? Naja, egal, nicht, aber... Ja. Ja, der hat ja eh nicht so viel, ja. Oder doch, doch, doch hatte er. Und das ist ganz, ganz wichtig für den Gleichstand. Also beim Gleichstand schaut er jetzt in die Röhre. Hallo Yoshi, mein letzter Besuch heute. Du kriegst noch einen Stern von mir. Ich hatte auch mal zwei. Das wäre wahrscheinlich mein... Warte, wie viel der vierte gewesen? Fünfte, glaube ich. Oder fünfte. Vierte oder fünfte auf jeden Fall. Ja, aber da hätte auch immer das Geld passen müssen. Das muss man schon auch bedenken. Ja, ich hatte ja auch mal viel Geld. Oh, komm. Mm. Ja. Zählt aber nicht mehr. Oder? Was doch? Was? Was? Da kann ich mich bei dir bedanken. Wenn er jetzt sagt, ich nehme den Stern ab, dann ist das meine Schuld. Ja. Was? Mehr Spieler. Bitte um Geld. Das Geld wollte ist mir scheißegal. Ich hab keinen Bock mehr. Das wollte ich nicht. Barrieren. Ich hab keine Lust mehr. What? Dankeschön. Fuck. Ich hasse dich, weißt du das? Jetzt ist unsere Beziehung endgültig broken. Das kann nicht sein, ey. Gut, es ist mir eigentlich scheißegal. Ja, das ist ja, mir kann nichts passieren, aber bei euch geht's einfach um alles, lol. Und deswegen werde ich euch trollen. Ich bin auf Bowsers Seite. Ja, danke schön, du hast mich draufgetreten. Jetzt kannst du aber selbst spielen. Ja, was denn, ihr flippt doch alle in Sternen. Hatte Mario einen? Ja, hatte er. Okay, ja, dann hat sich ja nichts verändert im Prinzip. Außer, dass ihr noch mehr geowned seid. Dim, 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 dim. Das ist geil. Eine der epischsten Szenen ever. Ja, total. Wirklich. So geil, ey. Oh, nein! Das hast du sowas von verdient. Karma. Weil ich mich so geil alles gefühlt Karma habe. Regelt. Karma regelt. Es ist zwar leider nicht das verdiente Karma, aber... Ja. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal was rausgehauen. Arschaktion. Oh Mann, ihr seid solche Loser. Jeden von euch nehme ich einen Stern. Armer Waluigi. Oh mein Gott, Waluigi. Oh mein, du hast jetzt die Party. Position, die Wario immer innehatte. Tja, so spielt das Leben, ne? Also irgendwie diese Bowser verhindert ihn komplett übertrieben. Gut, war jetzt unnötig, dass ich den Stern verloren habe, aber es war auch egal. Und wieder ein Mikrospiel. Mich juckt das Null. Als ob. Ja! Das ist so dumm einfach. Minispielstern safe bei mir, wenn er dran kommt. Das ist das Blöde bei Mario Party 7, er kommt nicht safe dran. Und dann sehen wir mal, das war eine wirklich krasse Party. Schauen wir uns mal die Sterne nach der Chose an. Ja, da haben viele gelitten, glaube ich. Nun, wie sieht es mit dem Geld aus? Okay. Ich präsentiere heute die folgenden Bonussterne. Boah, die dreckigsten. Ereignis, Wander- und Itemstern. Ja, Item habe ich was Rabattstern, gekauft. Wer am meisten Sachen gekauft hat im Shop? Wer war denn das bitte? Keine Ahnung, ich nicht. Ich habe mir nur einmal was gekauft. Oh mein Gott, das ist ja komplettes Auswürfeln gefühlt. Allein schon, wo ich... Wenn du einen Bonusstern bekommst, sieht es sehr gut aus für dich. Ja, du kriegst ihn alleine! Ja. OMG. Aber ich möchte dir festhalten, das sind die beschissensten Bonussterne. Wobei Pechstern ist auch noch dreckig. Yeah.
keine Ahnung. Ich hab mir, glaube ich, zweimal was gekauft. Chef. Brutal. Aber ich wurde bis auf die letzten Runden von dem Betrug verschont. Ja, wie immer halt bei Mario Party. Wieder im Ruhm. Ja. Sonnen und mich krass fühlen. Der Blick von Yoshi passt ganz gut zu dieser Party. Naja, die anderen beiden leiden noch viel mehr. Die wurden wirklich komplett weggeowned. Ja, krass. Mal sehen, ja, 6, also das ist zwar deutlich Ereignis. Ja, mal sehen, wie das weitergeht hier. Schaltet ein bei dem nächsten Betrug.